So, unser Auto ist geparkt. Wir sind mitten in den Bergen. Baby Paul sitzt in der Kraxe und freut sich. Ivi, hallo. Hi. Ah ja, guten Tag. Und wir wollen eigentlich den höchsten Berg von Schottland noch irgendwie erklimmen, aber eigentlich nur mit der Gondel. Mhm. Bevor wir das machen, mal gucken, ob das überhaupt klappt, weil das ist so ganz gar nicht so einfach, den zu finden. Die Gondel zu finden ist schwierig, ja. Also, bevor das klappt, gehen wir uns erstmal einen coolen Wasserfall anschauen. Ne? Ja. Alles klar, dann bis gleich. Also den ersten Wasserfall haben wir schon mal da oben, aber den laufen wir noch nicht an. Da gibt es nämlich noch mal einen cooleren und dafür gibt es so also den Wanderweg. Und hier ist die Karte. Also gucken und dann geht's ab. Also der Weg ist schon ordentlich, wie ihr seht. Und wir sind hier inmitten von den Bergen. Also hier genau bei den Highlands. Mega cool. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Paul ist auf jeden Fall gut drauf. Der hat Laune. Er muss ja auch jetzt nicht so viel machen. Ja, und dann sind wir gespannt, wie hier der Wanderweg so ist. Also wir haben hier viele Steine. Aber der Weg geht eigentlich noch. Aber hier ist echt viel, viel los. Also richtig viel los. Hier kommen so viele Leute entgegen. Alle wollen sich den Wasserfall anschauen. Also es gibt auch ein bisschen was zu klettern. Hier müssen wir ganz vorsichtig machen. Und geht? Okay, ich komme. Okay, und? Nein, wir sind noch nicht da. Ah, das sieht doch schon mal cool aus. Laut ist das. Also das ist schon mal der Vorläufer. Oh, machen wir mal schnell ein Foto, bevor die ganzen Menschenmassen kommen. Ja, die Wege sind schon krass hier. Also man muss schon ein bisschen auch klettern können. Und das Ganze mit Baby hinten muss man sich dann schon zutrauen. Also ein bisschen Erfahrung braucht man hier auf jeden Fall. Weil, guckt euch mal hier die Steine an. So, Ivi macht schon vor. Geht, ha? Ja, guck mal hier, hinter der Ivi sieht man schon das Riesental und das Wasser da unten. Ah, ist schon richtig cool, gell? Also weiter. Oh ja, jetzt sind wir raus aus dem Dickicht. Schaut euch das hier mal an. Mega. Und dort vorne sind schon die Wasserfälle. Oder der Wasserfall, besser gesagt. Und dann haben wir hier schon das Flussbett. Oh, mega. Das ist doch mal ein Weg. Oh, also das lohnt sich auf jeden Fall mal abzuwandern. Ne? Guck mal, wow. Cool. Ja, so jetzt sind wir direkt davor. Ja, und bis jetzt klappt das schon echt gut. Hey. Also auch wenn man mit Baby unterwegs ist, man kann den Kleinen ruhig was zutrauen und gut was unternehmen. Das, die haben da schon ihr Spaß dran. Weißt du, wie der Wasserfall heißt? Seala Falls oder so. Ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Ivi! Ivi! Hi! Da ist die Ivi unten und winkt. Also, Baby Paul und ich sind hier nochmal schnell hochgekrapselt. Oh, das ist so eine tolle Aussicht. Richtig cool. Baby Paul, gefällt's dir? Ja? Super. Also, Wasserfall lassen wir hinter uns. Wir haben jetzt gar nicht mal so lange Pause gemacht, weil die Biester, die sind echt brutal hier. Da gibt's so Netze für über den Kopf drüber. Ich glaube, das müssen wir uns auch holen. Gell? Und, also. Die Wasserfälle, das war mal eine mordsgeile Sache. Da hat Ivi was richtig Tolles rausgesucht. Und jetzt geht's wieder Richtung Ben Nevis, gell? Ja. Ben Nevis, also der höchste Berg, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, von Schottland. Ja.
und wir sind da. Also das ist eigentlich ein Skigebiet. Also die Gondel fährt halt das ganze Jahr und eigentlich ist es halt so ein Skigebiet und gedacht für die Mountainbike. Also hier gibt es auch so eine Downhill-Strecke. Baby Paul muss noch ein bisschen schlafen und wir gehen jetzt mal hoch und gucken mal, wie es oben aussieht. Und gleich geht es mit der Gondel hoch. Also der Andrang ist jetzt nicht so hoch. Und da sollte man vielleicht gleich eine Gondel für uns bekommen. Das wäre cool, ja? Oh ja, und rein. Und Paul fährt das erste Mal Gondel und zerlegt hier den Rucksack. Ja? Der muss natürlich. Also wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Die Fahrt hat 28 Pfund gekostet pro Person. Und ja, Paul randaliert halt. Genau. Also jetzt freuen wir uns auf oben und mal gucken, wie es dann oben aussieht. Gell? Hoffentlich haben wir schönes Wetter. Ja, das wäre gut. Weil es ist nämlich auch nur offen, wenn das Wetter schön ist. Mhm. Also, hoffen wir mal aufs Beste, ja? Mhm. Und wir stehen. Es geht nicht weiter. Aber gleich. Und ja, jetzt geht's wieder weiter. Ich will leichte Panik. wir fahren noch und wir haben hier schon mal eine super Aussicht. Ah, sind wir echt schon mal gespannt auf oben. Und wenn man da guckt, da hinten, so rüber, da ist der Downhill Park. Weil hier kann man nämlich die ganze Zeit, oder das ganze Jahr, glaube ich, über mit dem Mountainbike da runterfahren. Ah, das bockt schon. Das sollten wir jetzt auch machen, gell? Das wäre jetzt auch richtig cool. Mit Baby Paul hinten dran. Und wir sind oben. Oh, ganz schön holprig. Und jetzt gehen wir hier mal hoch auf den Berg, da kann man nämlich rüber wandern. Also wir sind noch nicht ganz an der Spitze, weil weiter geht die Gondel nicht. Und mehr Zeit zum Hochwandern bleibt auch nicht, weil in einer Stunde müssen wir die letzte Gondel nämlich wieder runternehmen. Ja, durch die Wanderung zum Wasserfall. Das hat schon mal ein bisschen gedauert, dann hier den Eingang zu suchen, dass wir die Gondel überhaupt finden. Das hat schon ewig lang gedauert. Also jetzt machen wir das Beste draus. Haben jetzt eine Stunde Zeit, aber immerhin sind wir schon mal hier oben. Und ja, das ist doch auch schon mal cool. Also die Aussicht sieht schon mal gut aus. Da kann man viel erkennen schon mal da drüben, so ein Riesensee. Und ja, wir haben jetzt echt noch Glück, weil die Wolken sind noch nicht da. Dort hinten sieht man sie schon. Aber wir haben noch echt Glück jetzt mit dem Wetter, gell? Also es hat geheißen, heute wird es nur regnen. Also hoffen wir mal nicht. Also auch hier auf dem höchsten Berg Schottland haben wir diese kleinen Mücken, wie nennt man die nochmal? Smitches, also die sind brutal. Die sind so klein und fressen einfach und beißen dich die ganze Zeit an. Also die sind echt überall, sogar hier. Oh ja, wir haben es hochgeschafft, aber es war nicht besonders anstrengend. Ja. Genau, machen wir die Mücken noch weg. Brutal. Also schaut euch hier mal diese schöne Aussicht an. Wirklich toll. Also, cool, ne? Ja, heute war auf jeden Fall viel los. Wir haben den Tag richtig gut genutzt, gell? Endlich mal auch nicht so viel Regen. Oh ja, das stimmt, genau, weil eigentlich war ja Regen gemeldet. Wir hatten jetzt wirklich, wirklich Glück. Und ja, auf jeden Fall, Baby Paul hat wieder was erlebt. Wir haben was erlebt. Mhm. Und besser geht's gar nicht. Also wenn ihr in Schottland seid, müsst ihr das einfach alles mitnehmen. Ja. Gell? Das muss man einfach hier alles gesehen haben. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück, bevor wir von den ganzen Mücken aufgefressen werden. Mhm. Trinken ein Bierchen oder ich. Oh, da ist eine Mücke. Hopp, ja, genau. Paul schläft jetzt noch ein bisschen. Ich trinke ein Bierchen und vielleicht einen Schluck Wein. Genau. Okay. Also dann sagt man ciao, bis zum nächsten Video. Cheers. Ja, und ihr bleibt natürlich noch dran und schaut euch jetzt einfach mal nochmal die Umgebung an. Ne?